Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir einen Blick in die Trendbox aus dem Monat Mai werfen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Trendbox ist eine Box, die monatlich erscheint, ab 29,95 pro Box und pro Monat kostet. 8 bis 10 Beauty- und Lifestyle-Artikel aus den Bereichen Beauty, Food, Wellness, Lifestyle, Fashion enthält und Claudi 15 gibt euch 15% Rabatt auf die erste Box, wenn ihr möchtet. Ich habe sie jetzt hier in Kooperation bekommen und darf sie euch dann vorstellen, ne? Das ist ziemlich cool und es ist halt eine sehr, sehr große Box. Es ist eine sehr abwechslungsreiche Box, weil wir halt ein breites Spektrum an Produkten hier drin finden. Sie ist nachhaltig, sowohl von außen als auch von innen, also die Produkte natürlich auch, und wir haben hier immer mal wieder so verrückte Sachen drin. Wir werden es gleich vielleicht selber sehen. Time to Discover steht hier drauf. Und dann mache ich hier den Box einmal auf. Das war ein Reim. Da entferne ich einmal das Ding. Und Hello World ist hier das Motto der Box. Ja, ein bisschen Luft wäre noch drin gewesen. Aber dann wäre sie wahrscheinlich etwas schwer geworden. Ups. Nicht euer Ernst. Ich sag's ja. Also hier sind manche Sachen drin, die einfach mit einem Augenzwinkern zu betrachten sind. Ne? So, jetzt schauen wir einfach mal zusammen rein. Die liebe Lena hat meine Box gepackt. Die Kärtchen kann man sammeln. Dann kriegt man eine Box umsonst. Dann habe ich hier noch die Info. Wir bedanken uns herzlich für deine Kooperation und wünschen dir viel Freude beim Unboxing. Ganz liebe Grüße, Anna. Vielen, vielen Dank, liebe Anna. Vielen, vielen Dank für die Kooperation vor allem. Und dann habe ich hier Hello World, das Magazin, was so ein bisschen anders ist. Die haben hier ein bisschen platzsparender das gearbeitet und haben hier weniger Interviews und sowas drin. Die scheinen halt auch hier so ein bisschen auf Nachhaltigkeit mehr noch eingehen zu wollen. Wahrscheinlich in ein paar Monaten haben wir das Ganze digital. Mal gucken. Wir schauen uns das Motto an, okay? Erstmal, wie schön ist das bitte? Ja, das passt, ne? Für mich ist der Mai nämlich auch so ein bisschen der Knuddelmonat. Nicht nur, weil ich da Geburtstag habe und irgendwie gefühlt meine ganze Familie immer wieder vorbeikommt und ich sie knuddeln werde, sondern und meine Freunde auch zu meinem Geburtstag, sondern auch, weil wir dieses Jahr nach Malaga geflogen sind. So ein schöner Brandtrip, das war echt geil. Ihr habt den Vlog sicherlich schon gesehen. Der Frühling ist da, die Welt erblüht und weckt unsere Ausflugslust. Wir können es kaum erwarten, auf Entdeckungstour zu gehen. Wir planen Ausflüge für Feiertage und lange Wochenenden und erkunden die schönsten Ziele in unserer Nähe. Begrüße die Welt und lass dich verzaubern von deiner Umgebung. Mit deiner Maibox bist du jederzeit ready to get started. Hier entdeckst du neue Lieblingsprodukte aus den Bereichen Wellness, Food und Lifestyle, die dich bei jedem Trip begleiten. Discover your green world. Da sind die Produkte aufgeführt, ebenso ein Rezept und in dem Sinne ist es Torte im Glas und eine Wiederverwendbarkeitsidee für die Box, was ich auch immer sehr, sehr cool finde. Also irgendwer ist so kreativ, jeden Monat eine neue Idee rauszuhauen. Der Wahnsinn. Deine Trendbox im Juni, das ist ein Spoiler, falls du Bock hast, die Box zu abonnieren. Diese Box bekommst du, wenn du sie bis zum 31. Mai abonnierst. Wenn du sie danach abonnierst, bekommst du die Juni-Box. Endlich können wir wieder die lauen Sommerabende genießen und gemeinsam mit unseren Liebsten den Tag beim Barbecue ausklingen lassen. Der Abend bricht langsam an und die Lichterketten beginnen zu leuchten. Zusammen lasst ihr es euch mit leckerem Essen und erfrischenden Drinks gut gehen. Die Junibox stattet dich für die warmen Tage aus. Entdecke mit deiner Familie und deinen Freunden neue nachhaltige Produkte für den perfekten Sommerabend. Die limitierte Box ist ab dem 1.6. in unserem Onlineshop erhältlich. Und dann kannst du dir den QR-Code abscannen. Das passt tatsächlich für uns auch, weil meistens feiern mein Freund und ich, der Anfang Juni Geburtstag hat, im Juni zusammen mit unserer Familie und unseren Freunden halt unseren Geburtstag so richtig. Ne? Und dann haben wir halt auch meistens so einen Grillabend. Sehr, sehr cool. Ich lege mir das Heftchen hier auch mal hin, weil das ein oder andere Alternativprodukt ist dann auch manchmal mit am Start. So ist es zum Beispiel bei diesem Produkt. Hier habe ich nämlich von Madara den Lichtschutzfaktor 30. Der ist getönt, den habe ich auch da oder hatte ich mal da. Das ist eine Gesichtssonnencreme. Lichtschutzfaktor 50 finde ich großartig. Wenn du das halt verwendest und das ein getöntes Produkt ist, ist es meistens so,
dass du niemals den Lichtschutzfaktor erreichen wirst oder du hast eine sehr, sehr dicke Schicht Foundation auf dem Gesicht. Ne? Das ist eben das Problem. Aber wenn hier schon mal Lichtschutzfaktor 50 drin ist, ist das schon mal eine ganz gute Geschichte. Dann hast du einen leichten Lichtschutzfaktor durch das Produkt, was du dir dann aufs Gesicht gibst. Seien wir mal ehrlich, ich empfehle immer darunter nochmal einen Lichtschutzfaktor zu geben. Aber es passt auf jeden Fall zum Motto. Alternativ hätte man eine schützende Feuchtigkeitspflege drin haben können. Die hätte ich wahrscheinlich lieber drin gehabt, aber es ist nicht schlimm, weil ich das hier, wie gesagt, schon habe. Das kann die Trend Raider Box aber nicht wissen, denn ich bin ein bisschen crazy und packe so die ein oder andere Box auf diesem Kanal aus. Falls du da auch Bock drauf haben solltest oder so auf Vlogs, auf Beauty Tutorials oder dies, das, Ananas, so den ganzen bunten Wahnsinn aus meinem Leben, kannst du mich gerne unter diesem Video einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich halt hart freuen, wenn die Community wächst und gedeiht, weil es macht einfach immer wieder Spaß, das zu sehen und zu lesen, was ihr auch schreibt. Das ist großartig. Dann kommen wir zum nächsten, wo ich eben tatsächlich auch drüber schmunzeln musste. Kosmetiktücher. Können wir persönlich immer sehr gut gebrauchen, habe ich gefühlt überall im Haus stehen, weil wir die auch als Taschentücher verwenden oder wenn man gerade mit Baby unterwegs ist, durchs Haus unterwegs vor allem, und jetzt gerade nicht ein Spucktuch da hat, dann ist es gut, wenn man das hier vielleicht sonst irgendwo griffbereit findet. Ist jetzt von Fripa Öko Life. Ökolife, genau. Kosmetiktücher, 60 Stück, 3 Lagen. Recycling, ne? Finde ich auch immer gut. Ich finde, dass Recyclingtücher und reguläre Tücher sich jetzt da nichts tun. Ja, über die Optik lässt sich streiten, ist aber ganz hübsch. Ich mag diese Würfel und ich glaube auch, dass jeder genau dieses Produkt drin haben wird. Nein, man könnte es auch noch in einer grünen Verpackung haben. Das ist natürlich auch sehr hübsch, ne? Nun denn, ist wie es ist. Ich habe halt jetzt den Leo hier am Start. Apropos Leo, unser Nachbars und Leo ist leider verstorben. Mit 8,5 Jahren. Sammy ist ganz traurig. Okay, wir kommen klar. Wir kommen klar. Dann habe ich hier was. Feel Food. Breakfast Drink Roasted Hazelnut in, oh, nicht jetzt emotional werden hier. Roasted Hazelnut Cocoa in Banana. Das ist einmal dieses hier. Mal gucken, wie das schmeckt. Das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Wir haben es jetzt Abend, ne? Wie spät ist das? 9:20. Da brauche ich jetzt kein Breakfast Drink. Das ist dann halt mehr so für Frühstück. Aber ich werde es morgen früh mal probieren und kann euch ja mal reinschreiben, wie ich das so finde, weil normalerweise mag ich persönlich jetzt nicht so gerne Obst mit Kakao oder Obst mit Schoki, ne? Und hier haben wir Kakao und Banane. Kann aber geil sein. Das muss ich mal ausprobieren. Schreibe ich euch hier irgendwo mal hin. Hat das hier jeder? Nee, man hätte auch alternativ Apfel, Walnuss und Zimt haben können. Da bin ich, glaube ich, über meinen doch etwas glücklicher. Dann habe ich hier eine Nuvos Heilerde-Maske drin enthalten. Clean-Maske. Das finde ich auch immer schön. Das ist eine solide Geschichte. Reinigt pur und tief glättet nachweislich die Hautoberfläche. Mit Edelsalbei-Extrakt und naturreiner Heilerde. Das sind 2 Anwendungen hier drin, also 2 Sachets. Auch sowas finde ich immer schön. Ich habe jetzt aktuell auch so eine kleine Mr. Fried-Ausflugsfamilie. Weil ich, ja, hormonell, ne, stellt sich gerade ein bisschen was bei mir um und deswegen ist es nun mal da und dann kann man sowas sehr gut gebrauchen. Hier hätte man alternativ noch drin haben können, die Anti-Aging-Maske mit Algenessenz. Da finde ich die, glaube ich, ganz gut. Hier habe ich auch so ein großes Ding drin enthalten, das ist eine Backmischung. Baukhof Apple Crumble Muffins. Vielleicht mache ich die wirklich. Ich liebe Apple Crumble. Liebe ich. Mit 12 Dinger sind das. Oi. Da musst du noch 175 Gramm weiche Butter und ein Ei dazu packen und dann ist das Leben wundervoll. Das finde ich schön. Und 200 Gramm klein gewürfelte Äpfel. Am besten säuerliche Sorten wie Elster oder Boskop. Ja. Und einen halben Teelöffel Zimt, wenn man es mag. 30 Gramm Mandelstifte für das Crumble-Topping. Ja. Ich glaube, die mache ich. Weil, wie gesagt, wir haben hier bald ein paar Geburtstage am Start. Ne? Wir sind halt beide Zwillinge, Schätzelein und ich. Dann macht das Sinn. Dann habe ich hier noch ein bisschen Food. Lower Carb Bar, Hazelnut Brownie. Das ist was für meinen Freund. Der mag gern Brownie, der mag gern Haselnuss. Ich glaube, das ist voll seins. Wobei der nicht so der Protein-Typ ist, also Protein-Snack-Typ. Das ist jetzt hier mit dabei. Sonst esse ich das, ne? Ich esse sowas auch super gerne. Überhaupt kein Thema. Ich schaue jetzt nur noch mal bei der Backmischung. Hätte man auch noch alternativ eine zauberleichte Torte Schoko und eine zauberleichte Torte Joghurt-Kirsch haben können, aber ich glaube, ich feiere meine Muffins schon sehr. Bin ich ehrlich. Hier haben wir auch viele Alternativen, also ganz schön viele Alternativen dieses Mal mit am Start. Von Adaptology
Dry Spell Moisturizer for Dry Skin. Das habe ich ja, ne? 15 Milliliter sind hier drin enthalten. Und da hätte man auch noch andere Farben, habe ich nämlich eben beim Durchblättern gesehen, drin haben können. Beziehungsweise man hätte das auch noch Time Wrap und noch irgendwas. Break Free. Ah, wahrscheinlich hier gegen Unreinheiten haben können. Und dieses Produkt haben die Leute in der Box, die ein 12-Monats-Abo abgeschlossen haben. Ne? Das bekommt man dann nämlich mit dabei. Ich glaube, alle 2 Monate bekommt man dann auch ein extra Goodie. Und wenn man die Box halt, also wenn ihr zum Beispiel die Box im Juni abonniert haben solltet, bekommt ihr trotzdem dieses Goodie halt mit dazu. Ne? Finde ich gut. Dann hat sie hier Volumni, ah nee, den meine ich nicht, den hatte ich schon mal. Dein Volumen Haargummi, ja, das bringt bei mir leider nicht so viel, weil ich kann einfach kein Volumen in diese Haare zaubern. Das sind halt einfach lange, glatte, platte Haare. Ne? Das ist, wie es ist. Komme ich mit klar, aber mit solchen Tools komme ich jetzt leider nicht ganz so weit. Das ist jetzt Größe M. Ich konnte eine Größe angeben, tatsächlich, das weiß ich noch. Aber der wird weiter wandern. Ne? Den packe ich demnächst mal in eine Verlosung. Da kann sich dann jemand von euch drüber freuen. Bei mir ist es so, dass ich einfach... Ich habe also, das funktioniert nicht. Ich habe auch schon von anderen Marken solche Produkte in Anwendung gehabt, beziehungsweise ausprobiert. Geht leider nicht bei mir. Dann habe ich hier was drin und das finde ich sehr schön von Rabenhorst. Beste Wünsche, mehr Fruchtsaft mit 10 Vitaminen und Provitamin A. Das ist auch sehr schön. 125 Milliliter sind hier drin enthalten. Multivitaminsaft. Sowas trinke ich mir ganz gerne zum Frühstück. Deswegen packe ich mir das auch direkt zur Seite, dass ich das morgen früh trinke. Dann trinke ich einmal den und einmal den. Ich will ja nicht übertreiben und hier mir zu viel morgens reinziehen. Ich glaube, das kommt ganz gut. Dann hat man nämlich so ein kleines bisschen Vitamine und Naschen noch mit am Start. Ne? Und Rabenhorst schmeckt meiner Meinung nach auch immer sehr, sehr, sehr lecker. Dann habe ich hier noch etwas drin. Und zwar ein festes Shampoo und Duschgel in einem. Duschbrocken. Das habe ich auch schon mal irgendwo in einem Adventskalender drin gehabt. Dein Mini-Duschbrocken zum Ausprobieren. Hier kommt Schaumspaß. Aha. Ja, also wir kennen, glaube ich, alle mittlerweile festes Shampoo und festes Duschgel. 35 Gramm haben wir jetzt hier mit drin. So schaut das aus. Und das hier scheint ein zitrischer Duft zu sein, weswegen er nicht bei mir bleibt. Aber da denke ich direkt an Sandra. Wow, das riecht echt hardcore. Juliet versprüht einen Hauch von Iris mit süßen Akzenten von Brombeer, Orange und Jasmin. Das riecht schon gut. Ja, aber Feste ist nicht so meine Welt. Sandra kriegt das. Die freut sich. Das ist meine Freundin. Die hat mir letztens noch geschrieben. Claudi, wenn du irgendwas mit Zitrus hast, denk an mich. Alles klar, Sandra. Ich denk an dich. Gerade bei dieser Box muss ich sehr oft an dich denken. Dann habe ich anderswo. Europa nachhaltig entdecken. Zu Fuß, per Rad, Natur, Menschen, 2023. Sowas ist auch schön, ne? Da kannst du dich so ein bisschen wegblättern in andere Welten. Das sind einfach so schöne Bilder. Das hatten wir auch schon mal in der Trendbox drin. Ich glaube, letztes Jahr. Da ist auch noch Zahl, Daten, Fakten mit am Start. Das ist schön. Reisen in die Naturparke 2023. Schöne Sache. Ich lese ehrlich gesagt nicht so super viel Printmagazine mehr. Aber ab und an mal durchblättern finde ich ganz schön. Gerade wenn man jetzt vielleicht so, wenn es wärmer wird, in der Hängematte chillt. Hier habe ich noch was drin. Auch das geht dann zu meiner lieben Sandra. Lemon and Black Pepper Bali Balm. Ein Lippenbalsam. Das dürfte dann auch eine Originalgröße sein. Den hätte es in verschiedenen Geschmacksrichtungen gegeben, habe ich eben auch gesehen. Und zwar hätte man sonst noch ja, Orange drin haben können. Noch ein Orange und Strawberry hätte man auch noch drin haben können. Nee, Aprikot, Orange und Strawberry wäre noch die Alternative gewesen. Ja, ne? Da würde sie sich sicher freuen. Wobei, auf den Lippen kann ich mir das eigentlich auch ganz lecker vorstellen, dass es dann so ein bisschen wie Zitronenbonbon schmeckt. Aber ich glaube, Sandra, mache ich damit eine größere Freude. Dann habe ich hier noch ein Schoki-Ding mit dabei. Life is fantastic. Das ist diese hier. Sweet Greets. Schreibe deinen persönlichen Gruß auf die Innenseite. Ach so, zum Verschenken. Wie süß. Wie süß. Guck mal, da kannst du deine Schokolade selber personalisieren. Das finde ich süß gemacht, definitiv. Gerade so Richtung Muttertag gedacht. Ihr seht das Video nach Muttertag, aber für mich ist jetzt gerade, wenn ich drehe, noch vor Muttertag. 4 reine Zutaten ohne Zusätze. Das ist echt schön. Kriegt meine Mama. Die freut sich doch bestimmt, ne? Ja. Hätte man noch was anderes haben können? Nee. Das ist auf jeden Fall die Sorte, die jeder hat. Es ist einfach nur ganz normale Schokolade. Ich weiß nicht, ob das... Habe ich jetzt vorgelesen, ob das vegan war? Ohne raffinierten Zucker. Guck
Kokosblütenzucker, Kakaobutter, Kakaopulver und Haselnussmus. Sonst ist da nichts drin? Das ist ja auch crazy, ne? Okay, ja. Schön, das hier war jetzt die, oder? Ich guck nochmal. Ja, wir haben hier noch einen Flyer von Lovas Heilerde am Start, Anti-Age-Gesichtspflege, ne? Aber ansonsten, wäre es das gewesen? Eine schön gestaltete Box. Ich persönlich feiere die Muffins, ehrlich, schon so ein bisschen, ne? Jo, schon. Hätte ich hier noch irgendwie was anderes drin haben wollen? Nee, das ist schon schlau gemacht, dass du so ein bisschen Richtung Reisefieber gehst. Festes Duschgel und festes Shampoo in einem ist super zu reisen eigentlich, wenn man nicht so eine Mimose ist wie ich und sagt, oh, da kriege ich eine trockene Kopfhaut und trockene Haare von. Ne, das ist halt so mein persönliches Mimoseritis. Ansonsten zwei Frühstückssäfte für mich persönlich. Kosmetiktücher finde ich klasse. Das mit dem Lichtschutzfaktor finde ich gut, aber halt auch ein bisschen schwierig, weil es nur eine Farbe ist. Und wer weiß, ne? Also für mich ist es ein Müh zu dunkel. Kann ich aber mit einem blauen Concealer von Elf, so wie Maxim das ja erzählte, ein bisschen aufhellen und für mich besser passend machen. Ein bisschen naschi, ein bisschen pflegi, ein bisschen spieli. Ist schon cool. Schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare, da können wir uns mal austauschen. Ich finde schon passend zum Motto. Bin gespannt, was es dann im Juni Konkretes geben wird zum Barbecue. Vielleicht kriegen wir Barbecue-Gewürz. Ja, so ein Grill wird hier ja wohl nicht in der Box drin sein, oder? Mal schauen. Wir lassen uns überraschen und dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass du 15% auf deine erste Box sparen kannst mit Claudi 15? Keine Ahnung, ich bin so in einem Redeflow drin und manchmal vergesse ich das ein oder andere. Wenn du also Bock auf die Box haben solltest, schau in der Infobox vorbei, da ist sowieso alles verlinkt. Ja, ich wünsche dir einfach mal einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen und fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.